Die beiden, die hier gerade vorbeilaufen, haben gesagt, oh, muss man so viel latschen, ne? Kriege ich auch meine 10.000 Schritte zusammen. Kann ja auch nicht schaden. Das wunderbare Wetter hier auf dieser CMT. Wir gehen mal einmal durch die Sonne. Jetzt wird es ganz hell. Und ihr seht schon, die Messe hat eigentlich geschicktermaßen ganz kurze Wege, wenn man zwischen den Hallen unterwegs ist. Das gute Wetter nutze ich jetzt einfach mal für ein vorläufiges Fazit. Ist ja meine erste CMT. Letztes Jahr hatte ich einen Fotoauftrag, 2023. 22 und 21 war Corona, ja, und davor war ich noch kein eigenständiger Camper, da hatte ich noch nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bin positiv beeindruckt. Also erstmal auch wieder von euch. Ich habe hier getroffen an Abonnenten, ich bin angesprochen worden, Indie on Tour, Stefan, muss ich mal kurz eben scrollen, der Andreas, ich glaube aus Esslingen, der mich nicht abonniert hat und die Glocke nicht gedrückt hat. Aber er findet mich immer wieder. Dann Carmen und Thorsten, die im Bulli, im Winter hier übernachten. Ja, wieder so Harteier, muss ich ganz ehrlich sagen. Nix für mich. Und die ziehen jetzt ins Tiny House von 250 Quadratmeter auf 25 Quadratmeter. Hut ab. Ich nutze jetzt mal die Gelegenheit, um an dem Sonntag hier an den Massen vorbeizugehen. Bei dem schönen Wetter Richtung Halle 3, wo ich noch was kurz erledigen muss. Und dann geht es in die Halle 1 bzw. ins Atrium zum Pressezentrum. Das Pressezentrum ist hier eine echte Wucht. Da gibt es belegte Brötchen, Kaffee, Tee, Wasser, Softdrinks, alles für Umme und alles echt lecker. Also hier hat man noch den Eindruck, die Messe kümmert sich um ihre Pressevertreter und da werden wir nicht ausgenommen. Ich empfinde das immer noch als unglaubliches Privileg, hier arbeiten zu dürfen und es ist wirklich Arbeit. Wir sind also den halben Tag unterwegs oder auch den ganzen Tag und dann sitzen wir abends noch bis Mitternacht im Van, im Wohnmobil und schneiden die Filme zusammen, damit ihr am nächsten Tag was zu sehen habt. Aber es lohnt sich. Und es lohnt sich auch für mich, weil es ab und zu Dinge gibt, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Und die zeige ich euch jetzt. So eine Sache, wo ich den Kopf schüttel, das ist er hier. Das ist Karthago. Da bin ich im letzten Herbst schon drüber gestolpert. Was war der Slogan? Ein Grundriss, wie es ihn noch nie gegeben hat. Ich zeige euch das mal, wenn man hier zur Treppe rauf geht, zur Halle 3 bzw. zur Halle 5, dann sieht man den. Und das hat mich natürlich interessiert. Hab danach gegoogelt und habe gesagt, okay, vorne eine Sitzgruppe, in der Mitte ein Raumbad, hinten Einzelbetten. Die Revolution, oder das habe ich noch nicht verstanden, wie es ihn noch nie gegeben hat. Jetzt steht er hier und wir haben Sonntag, kurz vor Eröffnung der Messe. Und es ist einfach Zeit gewesen, sich das Auto mal anzugucken. Und da habe ich Interessantes festgestellt. Sorry. Also der C-Türer, der C-Tourer I 145 RB LE. Revolutionär, einzigartig. Ein Grundriss, wie es ihn noch nie gegeben hat. Da bin ich aber neugierig. Gut, ich komme hier rein, Rundsitzgruppe mit Hubbett oben, sicherlich optional. Gibt es ja auch oben mit Staukästen. Ja, habe ich schon mal gesehen, so ein Grundriss. Was immer schön ist bei Karthago oder auch bei Malibu, das ist das hier. Und da gehen auch mal von mir so zwei, drei Paar rein. Ich habe ja ein bisschen größere Kindersärge. Und ansonsten Sprinter-Cockpit mit M-Books darf man auch in der Preisklasse erwarten. Was haben wir hinter uns? Großer 32 Zöller, vertikal angeordnet zum Ausklappen, jawohl. Und dann haben wir hier, das scheint mir ein Absorber zu sein. Mal draußen gucken. Ne, ist wohl ein Kompressor. Auf jeden Fall Dometic Serie 10. Ja, und revolutionär finde ich jetzt die Küche nicht unbedingt. Also ich muss sagen, ja, da steht zwar die Flasche Whisky, aber Arbeitsfläche ist ja hier wirklich sehr begrenzt vorhanden. Klar kann ich hier den
Kocher aufmachen oder die beiden Kochfelder aufmachen und habe hier vorne noch ein bisschen. Ich habe hier allerdings überall Kanten. Ich habe hier das Schneidebrett, was ja hier eigentlich in die Spüle gehört. Da kann ich auch natürlich drauf schnibbeln oder hier oben, aber ich habe da oft auch mal Zeug rumstehen. Also das finde ich schon ein bisschen seltsam. Was mir so beim Vorabbegehen aufgefallen ist, also die Pushlocks, die wirken nicht unbedingt hochwertig. Was haben wir hier? Nee, ne? Okay, das habe ich jetzt vorher nicht gemacht. Aha, jetzt geht's auf. Also ich weiß nicht, ob das noch ein Vorserienfahrzeug ist, aber das kann es ja nicht sein, oder? Schaut doch mal bitte hin. Das gibt's doch nicht. Leute, das ist ein Karthago, das ist nicht mal ein Malibu. Aber ich habe noch was gesehen. Aber die Dusche ist jetzt auch nicht so revolutionär. Ebenso wie die Einzelbetten hier hinten, wovon nur eines 2 Meter hat, aber immerhin. Aber wenn ich mir das jetzt hier anschaue, hier kann man die Dusche ein Stück rausziehen, öffnen. Wenn man da unten das Brett rausnimmt, dann lässt sich auch die Duschwand einfach öffnen. So, jetzt mache ich das wieder zu. Und ich habe natürlich hier unten einen Stauschrank. Wenn ich den öffne, sorry. Okay. Ja, modifiziert seit Malibu oder Karthago kennen wir diesen Auszug hier, der das Bett hier zur Liegewiese macht. Und da muss ich aber auch sagen, das wirkt ein bisschen windig. Ich weiß nicht, was noch eine Vorserie ist. Und das Letzte, was mir aufgefallen ist, hier komme ich natürlich an den Kleiderschrank ran. Das ist okay. Das ist jetzt nicht so leicht. Und wenn ich nicht aufpasse, dann rauscht mir das hier runter. Also irgendwie eine Dämpfung für die Schließung gibt es leider nicht. Das Letzte. Ja, ich kann mir hier ein Raumbad machen, aber normalerweise bin ich gewohnt, dass hier ein Magnetschnapper ist. Und dann ist hier zu. Aber hier ist jetzt offen. Ich muss tatsächlich hier den Riegel verschließen. Ja, ist doch revolutionär. Genau wie die Toilette. Da ist auch nichts Revolutionäres dran. Ach, normalerweise kann man dann ja hier ein Raumbad machen, wo man sagt, man hat noch Privatsphäre. Aber offensichtlich gehört hier zum Light White, also zum Leichtbaukonzept, dass man auch auf die Tür verzichtet hat. Hier ist normalerweise eine Tür, die ich zuschieben kann. Hier oben kann man sehen, eine Vorhangschiene. Offenbar ist da noch ein Vorhang in der Serie, der jetzt hier nicht eingebaut ist, sodass ich wenigstens einen Sichtschutz habe. Schwierig. Ich glaube, daran kann ich mich gewöhnen, hier in die Heckgarage zu setzen, da wo es geht, und das kurze Fazit zu machen. Mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil das ist wirklich Marketing-Gag pur. Ein Grundriss, wie es ihn noch nie gegeben hat. Liner-Gene, 7 Meter, also der Wagen ist 7,20 Meter. Mit 3,5 Tonnen kommst du da nur hin, wenn du das Ding hier mit Luft füllst oder mit Helium füllst, also die Garage mit Helium füllst, weil ganz ehrlich, Masse im fahrbereiten Zustand bei 3200, 3300 Kilo, das ist illusorisch, vergesst es. Noch ein bisschen daran gepappt an Extras und dann wiegt die Karre einfach zu viel. Aber was mich jetzt total erschrocken hat und mir konnte hier keiner die Frage beantworten, ob das eine Vorserie ist oder nicht, das sind diese Defekte, die ich euch gezeigt habe. Das kann ja nicht wahr sein, oder? Also bitte lasst das eine Vorserie sein. Das passt aber so ein bisschen dazu, dass ich in den letzten Jahren vernommen habe, Karthago, Malibu, nicht mehr das, was es mal war. Von daher kann ich nur den Kopf schütteln. Sachen, die der Frank nicht versteht. Ich stehe hier an einem Hümer. MLT 580 ist es. Was für eine Heckgarage, oder? Das ist ja mal so ein richtig tolles Ding. Jetzt mache ich die auf. Also hier müsst ihr euch vorstellen, ne, hier ist Straße, ich stehe hier. Hier ist Gehweg, hier kommen die Leute vorbei, ne? So, die passen hier an diesem MLT super vorbei. Und jetzt will ich an der Heckgarage arbeiten. Na? Schluss.
Ich verstehe es nicht. 100 Grad Öffnungswinkel. Warum? Weil hier eine Steckdose ist oder was? Also ja, diese Türdämpfer, das sind ja super Sachen, aber ja, Leute, ist ja auch schön, wenn ich hier 90 Grad habe und der Wind, wenn er vielleicht hier randrückt, drückt er nicht ran, obwohl ordentlich Wind drückt diese Tür auch zu. Aber warum macht man mir dann nicht einen zweistufigen Dämpfer rein, sodass ich das zumindest die Tür anlegen kann? Wenn ich wirklich mit dem Auto irgendwo am Straßenrand stehe, da kommt da keiner mehr durch. Warum macht man sowas? Entschuldigung, wenn ich so grinse, aber gegenüber ist LMC. Da ist irgendeiner drin, der macht gerade ein Live-Video. Und ich glaube, der hat früher mal auf dem Hamburger Fischmarkt gearbeitet. Den höre ich bis hier und der gibt Gas ohne Ende. Irgendwas wird da verlost. LMC ist nicht meine Hausnummer, aber Leica finde ich immer sehr gut. Leica, weil Stehhöhe, die Autos sind echt riesig. Was ich allerdings mindestens genauso schwierig finde wie bei Hümer mit der 90-Grad-Tür, ja, das ist das hier. Zu ist gut, aber wenn ich die aufmache, ja, da brauche ich ja, warte mal, was ist denn das? Brauche ich mal so schlanke 1,30 Meter Platz nach rechts, wenn ich in einer engen Parklücke irgendwo stehe und ich muss hinten ran, also jetzt hier auf dem Parkplatz von der CMT auf dem P32, da stehen wir teilweise so dicht beieinander, da bist du froh, wenn du irgendwie an die Heckgarage rankommst. Aber wenn ich so ein Teil habe, kann ich vergessen. Und ja, ist zwar schön bei Regen, aber wenn ich hier ran muss, und ich bin hier drin, ich muss immer aufpassen, dass ich hier diesen Böschungswinkel nicht erreiche. Gut, ich bin groß. Alle die mit 1,70 Meter und kleiner, die werden sich sagen, Frank, ich verstehe dein Problem nicht. Aber ich finde es eben komisch. Kopfschütteln. Tja, die Italiener, hä? Espresso, obwohl das war kein Italiener wahrscheinlich, der da drin saß. Die Künstler, die malen. Chillen im Leica Creos 5109, H5109, um genau zu sein. Und ich habe euch gesagt, was ich an Leica so gut finde, das ist die Stehhöhe. Ne? Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal rein. Da ist echt noch richtig Luft. Ne? Also das ist wie bei mir fast sogar noch ein bisschen mehr. Das ist eine tolle Sache. Auch hier innen die Anmutung gefällt mir gut. Ja, das schaut gut aus. I like. Und dann bin ich weiter nach hinten. Und irgendwie beschlich mich doch das Gefühl, Mensch, da war doch was. Da war doch was. Und was soll ich sagen? Die Betten 1,95 Meter. Ey, sorry, 1,95 Meter. Dieses Auto hätte so viel zu bieten. Der ist fast 8 Meter lang. 7,90 Meter. Der hat eine Front, dass es kracht. Schaut euch mal die Front an. Das ist mal was anderes für einen vollintegrierten. Ja, kann man sicherlich drüber streiten, aber es ist nicht diese übliche Massenware. Und der Wagen ist fast 8 Meter lang und man verzichtet hier auf 5 cm Bett. Also ich kann da nur wirklich einen Kopf schütteln. Ich weiß nicht, ob ihr im Hintergrund den Marktschreier hört, aber das ist echt der Hammer. Aber jetzt bitte, das muss mir einer erklären. Bis dahin schüttel ich halt nur den Kopf. Fun Fact, der Leica EcoVip mit einer Länge von 6,60 Meter, der hat Betten mit 1,97 Meter. Wenn wir uns das mal anschauen, da kann ich zur Not, also ein Bett ist 1,97 Meter, da kann ich zur Not auch meine Käsemauken nochmal in die Spüle halten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Politik nicht. Noch so ein Aufregerthema. Ich stehe hier an einem Fahrzeug. Die Profis unter euch werden es erkennen. Euer Mobil. Ich bin immer noch nicht vorbei. Jetzt 98 Kubik, der integrierte. 9 Meter, ein 9 Meter Schiff. Und was erwartet mich drin? Ach so, ja, der Preis.
190.000 Steine. Und was erwartet mich drin? Ein luxuriöser Innenraum mit ganz viel Ruck und Zuck. Aber wenn ich die Kamera ein bisschen kippe, dann seht ihr vielleicht, worauf ich hinaus will. Hier. Ich habe jetzt zwar Turnschuhe an, aber trotzdem, meine Haare sind ständig an der Decke. Freunde, was soll das? Kapiere ich nicht. Das ist ein Monster, das Auto. Und dann macht ihr eine Stehhöhe hier von wahrscheinlich 1,98 oder 1,99 oder 2 Meter. Warum nicht 3-4 Zentimeter mehr? Bürstner geht doch auch. Noch schlimmer ist bei einem anderen Produkt, aber da sind die Autos noch zu, da kommen wir gleich hin. Aber was mir noch hier aufgefallen ist in dem Auto, das sind so Detailsachen, die ich einfach nicht verstehe. Wir sind ja Queensbett-Fans. Und dann sehe ich hier auf den ersten Blick das große Queensbett. Breit ist es, auf jeden Fall. Aber ich habe mir dann überlegt, wie kriege ich denn hinten diese Lehnenfunktion, diese Relaxfunktion jetzt in Schlafposition? Ich möchte mich mal irgendwann auch mal hinlegen. Gut, also habe ich nach Schaltern gesucht. Jetzt habe ich schon Kopf angestoßen. Hier sind Schalter, aber die sind nicht dafür da. Bis ich dann mit viel Rumprobieren erfahren habe, aha, das geht also hier, indem ich hier hochhebe. Leute, 200.000 Euro dieses Auto und ich muss hier hochheben und ziehen. Und wenn ich ziehe, habe ich jetzt flach. Jetzt seht ihr, hinten ist noch so eine Kante zwischen den Bügeln und der Matratze. Und wenn ich jetzt loslasse, dann rutscht das hinten schon wieder hoch. Jetzt habe ich hier vorne kaum noch Platz zum Durchgehen. Also da wird schon wirklich eng. Wenn ich jetzt die Matratze vorne auf diese Bügel schieben will, seht ihr die Lücke, schiebe ich mal die Matratze und schiebe gleich wieder das Bettteil hoch. Ja, was soll ich sagen? Und was mir als nächstes aufgefallen ist, das ist das hier. Da ist wahrscheinlich schon ein Besucher fündig geworden. Und was da normalerweise drin steckt, das ist auch bei mir im Bürstner verbaut. Aber das habe ich, denke ich, gleich wieder rausgeschmissen bzw. gar nicht verwendet. Das sind diese Lampen, ne? Die kann man rausnehmen. Die haben hier vorne, so da, die haben hier vorne einen Schalter. Das sind LEDs, die dienen gleichzeitig als Taschenlampe oder eben, wenn sie hier drin stecken, hier oben, wenn ich die Tür aufmache, dienen sie auch als Schrankbeleuchtung. Aber was man hier braucht, das sind schnöde Batterien. Kriege ich jetzt nicht auf einhändig. Das ist ein einfaches Batteriefach. Warum kann man nicht in Zeiten von LEDs, was ja hier schon verbaut ist, und schönen LED-Leisten, die sich per USB aufladen und magnetisch irgendwo halten, schaut euch das Video vom Fan for Van an. Ich habe die bei mir auch verbaut. Warum haut ihr da nicht einfach so eine USB-Leiste rein? Also LED-Leiste, USB aufladbar, verstehe ich nicht. So, ihr merkt schon, wenn ich jetzt hier rausgehe, ich stoße mir schon wieder den Kopf an. Oh, ich komme hier gar nicht mehr durch. Ich muss hier schon den Kopf einziehen. Und das ist so eng. Das kann ich nur den Kopf schütteln, echt. Different car, same shit. Kabel. Kabel sind doch eigentlich Skandinavier. Skandinavier sind doch groß. Ich stehe jetzt hier mit meinen Schuhen drunter. Ne, ehrlich. Der einzige Vorteil ist, er hat ein Hubbett. Wenn ich unterm Hubbett stehe, stehe ich genauso komisch. Wenn ich mich dann frage, was ist denn dann neben dem Hubbett hier, was hier noch so tief runterhängt, wäre das nicht anders gegangen. Und, so, geil. Jetzt habe ich mir richtig den Kopf angehauen. Oh, das war jetzt kein Fake, Leute. Ich habe es echt nicht gesehen. Mann, 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 was soll denn das? Hier ein schönes, großes Queensbett. Ja, 1,98 Meter lang. Das ist ja irgendwie auch. Das Auto hat 7,80 Meter, glaube ich, an Länge. Schaut euch jetzt bitte. Was soll dieses Brett hier? Das hat überhaupt keine Funktion, außer vielleicht eine stabilisierende, aber da. Oh ne, ehrlich, ey. Kopfschütteln. Ich habe euch natürlich gnadenlos angelogen, ne? Das ist nicht 7,80 Meter Länge, sondern müsste man erkennen können. 8,06 Meter
8,06 Meter Länge, 160.000 Euro. Und hinten ein 1,98 Bett. Einen habe ich noch beim Kabel. Also auch 90 Grad, da kommt wieder keiner durch. Aber was noch viel schöner ist, ehrlich, da ist jeder Detlefs besser gedämpft. Don't worry, be happy. Happy? Happy? Nee, keine Ahnung, wofür das steht. Hackbett wahrscheinlich. Hackbett Youngster. Aber ich bin ja bei Forster. Forster dreht mal an der Preisschraube. Ab 43,9. Jetzt kennt ihr das ja immer, ne? Ab 43,9. Und ab 43,9 bedeutet aber auch, ihr werdet es nicht glauben, jawohl, ein Fiat-Chassis. Okay. Ich frage mich jetzt, warum nicht gleich Citroën? Und dann gucken wir mal eben auf die Preisliste. Da steht der Youngster hier, 43,9. Ich hoffe, das könnt ihr lesen. Macht bitte ein Standbild. Und was ich immer nie verstehe, ist Überführungskosten, die Konformitätserklärung, Kfz-Papiere, Gasbescheinigung, 490 Euro. Warum das immer separat ausgewiesen wird? Leute, dann haut's doch gleich auf den Preis raus. Das ist doch, das ist doch Augenwischerei. Ich verstehe sowas nicht. Ja, könnten machen alle. Aber hier sind noch zwei Sachen, die machen mich ein bisschen stutzig. Ich komme aber erstmal zu den positiven Sachen. Und da kommen wir hier rüber, denn das ist echt eine pfiffige Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Wagen ist 5,40 Meter. 3,3 Tonnen, Fiat-Chassis, hat einen Kompressorkühlschrank mit 70 Liter, hat eine Druckwasserpumpe, was ja auch nicht schlecht ist. Ein super kompaktes Bad, da gucken wir mal schnell rein, denn was hier sich oben an, ach guck an, hier haben wir irgendwie einen anderen Prototypen als nebenan, was sich hier an Duschvorhang verbirgt, das sehen wir beim anderen Fahrzeug, ist schon echt extrem knapp. Hinten ein Querbett, Querhubbett. Das bedeutet auch, dass wir auf der Rückseite hier noch die Möglichkeit haben, nein, nicht zu sitzen. Aber ich kann hier noch durch diese Abdeckung, die auch gleichzeitig ein Tisch ist, hier noch eine zweite Schlafebene bauen, dass wenn ich mit einem Kumpel unterwegs bin oder mit Kindern oder sonst wie, die ihren eigenen Schlafbereich haben. So, und jetzt zeige ich euch mal eben diesen ausklappbaren Tisch. Da kommt Platz für den Kopf. Passt das soweit? Was schön ist, dieses Teil hier kann ich hier hochklappen. Und das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hier könnt ihr ahnen, sieht aus wie so ein Türschloss. Hier ist ein Riegel und dann habe ich hier ein Schloss, das sperre ich in die Falle. Und dann kann ich das während der Fahrt hier hochklappen und das hier unten, dieses Gestell, kann ich auch versenken. Wenn ich das ausfahre, muss hier eine Sicherung lösen, dann kann ich das rausziehen. Es ist ziemlich weit raus. Ist noch ziemlich viel Spiel drin, aber sei es drum. Und dann klappe ich hier um. Und dann habe ich hier den großen Frühstückstisch. Allerdings ist das auch noch nicht so der Weisheit letzter Schluss. Drauflehnen sollte man sich nicht da hinten. Aber für ein Frühstück wird das sicherlich reichen. Ein bisschen eng, finde ich. Ist jetzt nur noch ein Kocher. Ja klar, bist du mit dem Bulli unterwegs, hast eine Gaskartusche dabei, hast du auch nur einen Kocher. Aber wenn ich schon so ein Wohnmobil habe, 5,40 Meter, dann wäre vielleicht auch ein zweiter Kocher. Was mich jetzt ein bisschen stutzig macht oder ein bisschen ärgert, das sind diese Marketing-Gags. Also einmal zum Preis und dann kommen wir jetzt hier auf, na, ich halte euch das mal hoch, die pure Vielseitigkeit. Und ihr seht dieses Bild hier unten von dem netten Kerl in dem roten Suit, der da hinten sitzt. Und da steht ja tatsächlich Chill-Out-Area, Tisch, Freisitz und zweite Liegefläche. Ich habe da hier einen Standmitarbeiter gefragt und der hat dann gesagt, naja, das ist das hier. Moment, einmal den Gimbal runter, das ist das hier. Und jetzt zeige ich euch, was damit gemeint ist. Das ist nämlich damit gemeint. Ganz ehrlich, also hier sind die Polster, die packe ich hier auf die Ladekante. Hab was im Rücken, was ja, was ein bisschen steifer ist. Hab den Tisch hier vorne stehen, der normalerweise hier als wie so ein Shot den Bereich abtrennt. Und dann habe ich hier einen Freisitz. Das ist doch Marketing pur, oder? Jetzt mal ehrlich.
ich nehme jeden Kasten, mache die Türen auf, setze mich hinten drauf und habe meinen Freisitz und lege mir eine Decke drunter. Na komm. Aber was ich noch viel krasser finde, und das zeige ich euch jetzt, das kennt ihr, wenn ihr ein Video gesehen habt aus dem Zubehörbereich vom Caravansalon in Düsseldorf. Das ist das Soran Staukastensystem, was sich normalerweise in Heckgaragen installieren lässt. Das Schöne ist, das sind sehr leichte Boxen, aber robust, die kann man gut beladen. Und das Geheimnis ist diese Wand, an der hier die, wie nennt man das im Fachbegriff? Schreibt das mal gerne unten rein, Pinökel befestigt. Und hier bei den Kisten sind halt Langlöcher. Ja, und die hängt man dann dahin. Meine Frage gestern, wie das denn wäre beim Fahren, wo die hingehören, im Falle eines Crashs, wie es denn da aussieht. Naja, da kam dann die Antwort, wenn man hier den Sitz dreht, also komplett aufdreht, so, wären ja die Kisten gesichert, wäre ja überhaupt kein Problem. Ich habe ihn gebeten, das nochmal zu checken. Meines Wissens nach müssen die Kisten im Kofferraum verstaut werden, weil der Hersteller dafür keine Produkthaftung übernimmt, was auch in Ordnung ist. Das ist ein bisschen Schnellschuss, das ist ein bisschen Augenwischerei, das ärgert mich. Das finde ich nicht gut. Ja, Youngster, 43.000. Das ist so ein Auto, da hast du vor 3 Jahren, naja, sagen wir mal vor 3,5 Jahren oder noch während des Jahres 2020, das wäre so ein Kracher unter 30 gewesen, wo man gesagt hätte, da kann man was mit anfangen. Jetzt hier, so wie er hier steht, 49, abzüglich 2000 Euro Messerabatt, ist schon heftig. Ist sicherlich ein Versuch, die Sache günstiger zu machen, ja, aber bitte nicht mit solchen Augenwischereien wie mit Freisitz, indem ich mich hinten auf die Ladekante setze, oder mit solchen halbgaren, schnellen Sachen, die wenig durchdacht sind, da bitte nachfassen. Ansonsten hat sicherlich Forster gute Fahrzeuge, 10-jähriges Jubiläum sollen ihre Sonderedition machen, aber das hier wäre besser gegangen. Und so ist eben nicht immer alles perfekt. Da muss man auch mal den Kopf schütteln. Aber das wäre ja irgendwie auch doof. Dann hätten wir in der Community ja gar nichts mehr zu maulen. So, ich glaube, die kleine Zusammenstellung, die ich so gebracht habe, hat euch gefallen. Einige Videos gingen wirklich sehr gut. Ihr habt unheimlich viel kommentiert. Vielen Dank dafür. Das freut mich und tut das auch gerne weiterhin. Ich freue mich über jeden Kommentar und ich versuche auch jeden zu beantworten. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Manchmal geht es, wenn er kurz ist, instantly am Smartphone natürlich. Heute ist Sonntag, der Familientag ist schon ziemlich voll. Aber ich drehe schon mal, weil wir noch schöne Sonne haben, einfach diese Abschlussworte. Mir hat die CMT sehr viel Spaß gemacht. Es ist mal was ganz anderes. Man kommt nicht ins Schwitzen. Also in Düsseldorf, wenn du eine schöne Spätsommerwoche erwischt und hetzt von Halle zu Halle im T-Shirt und kurzer Hose, da fließt der Schweiß in Strömen. Das ist hier ganz anders. Und die Wege sind, ich finde, relativ kurz. Wenn du natürlich von Halle 1 zu Halle 10 musst, dann muss man einmal quer durch. Aber das schafft man auch in 7 Minuten ungefähr. Alles sehr kompakt, alle sehr gut drauf. Fein, auch im Pressecenter, da fühlt man sich schon echt geachtet. Ja, genau. Was steht an die nächsten Monate? Es wird ein paar Updates geben. Ich habe vielleicht eine kleine neue Serie. Was wurde eigentlich aus? Punkt, 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 Fragezeichen. Und mal gucken, was sonst noch so ansteht. Das alles, was ich letztes Jahr nicht geschafft habe. Wenn ihr möchtet, ich habe hier noch ein schönes Video für euch verlinkt oder guckt doch mal hier unten in die Playlist rein von der CMT 2024. Ansonsten bleibt mir gewogen und ihr bleibt bitte gesund. Ciao, Servus, der Frank.